Vor der Entscheidung, nämlich der FED-Entscheidung, noch mal ein kurzes Update zu dem, was derzeit so an den Märkten der Fall ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Die Aktienmärkte vergleichsweise wenig verändert. Man wartet schlichtweg auf das, was da kommt. Und es kündigt sich, zumindest was die Erwartungen der Märkte betrifft, hier einiges an. Dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns mal das an, was derzeit der Fall ist. Da haben wir zunächst mal nach wie vor diese Vorgänge um die sogenannte Repo-Rate. Wir sehen das hier, also praktisch die Refinanzierungszinssätze, die an den Märkten bezahlt werden müssen. Es herrscht nach wie vor offenkundig Dollarknappheit und das, obwohl die Fed heute nochmal 70 Milliarden in den Markt gepumpt hat, damit die Banken sich eben die Liquidität besorgen, die sie aus verschiedenen Gründen möglicherweise brauchen. Ich will die Gründe jetzt nicht nochmal versuchen hier aufzulisten, aber wir sehen, dass zum Beispiel die Effective Fed Funds Rate derzeit mit 2,3% höher ist als der eigentliche Leitzinssatz der Fed, die sogenannte Federal Funds Rate. Das zeigt, dass da Stress im System ist, dass da was passiert. Zero Hedge sagt, ja, die Märkte, die werden jetzt so lange betteln, bis die Notenbank die Fed QE wieder anlaufen lässt, also die Anleihekäufe wieder anlaufen lässt. Möglicherweise werden wir es aber auch damit zu tun haben, dass die Notenbank Fed wieder sogenannte Open Market Operations tätigen wird, nämlich das, was sie heute gemacht hat, das, was sie gestern schon gemacht hat, um eben Liquidität ins System reinzupumpen, die offenkundig ja fehlt. Wann ist das zuletzt der Fall gewesen? Können wir uns hier mal anschauen. Das letzte Mal, als sowas passiert ist, das war unmittelbar im Gefolge der Lehman-Pleite. Damals, als richtig Panik herrschte, weil keiner wusste, wer hat welche Risiken, welche Bank hat möglicherweise Sprengstoff in der Bilanz, leihen wir ihr doch besser kein Geld über Nacht. Man weiß ja nicht, ob man es wiederkriegt. Und damals war eben die Fed auch gezwungen, hier Geld ins System zu pumpen. Schon erstaunlich, was da passiert. Möglicherweise haben wir es nur mit einem Symptom zu tun, also praktisch einem sichtbaren Anzeichen einer Ursache, die aber woanders liegt, die möglicherweise tiefer liegt, die ein Riss im System ist. Das wissen wir alles noch nicht. Jedenfalls ist das schon sehr, sehr erstaunlich, was da passiert. Wir haben massive Anstiege ja gestern vor allem gehabt, der sogenannten Repo-Rate. Heute sehen wir, dass die Repo-Rate immer noch sehr hoch ist, obwohl die Fed eben diese Liquiditätsinjektionen gemacht hat. Was wird das alles möglicherweise bedeuten für die Fed? Da kam heute Vormittag das Gerücht auf, dass die Fed möglicherweise jetzt eben gezwungen ist, Quantitative Easing wieder einzuführen, so eine Art QE-Light im Volumen von 100 bis 125 Milliarden Dollar pro Jahr. Jeff Gundlach hat hier vielleicht eine Rolle gespielt, der gesagt hat, ja, die Fed kann das Problem gar nicht anders lösen als eben mit einem neuen QE. Das wird gar nicht zu vermeiden sein. Und jetzt hat sich die Erwartung der Märkte doch ein Stück weit verschoben. Man erwartet jetzt im Grunde, dass die Fed wirklich hier etwas tun wird. Das ist fast schon Konsens. Man geht davon aus, dass die Fed die Zinsen senken wird um 0,25. Entscheidend dann, wie wird ihre weitere Perspektive sein in den Dotplots. Aber inzwischen ist so ein QE eigentlich fast schon eingepreist. Das ist zumindest das, was die Märkte jetzt beginnen anzunehmen, was man heute erwartet. Wenn die Fed das nicht liefert, dann könnte das zur Enttäuschung führen. Aber warten wir mal ab. Wir haben als anderes großes Thema dann wieder Rezessionssorgen. Nachdem FedEx, ein sogenanntes Bellwether, also praktisch so ein Indikator für das, was mit der Weltwirtschaft der Fall ist. FedEx ist ein großer, großer weltweit tätiger Logistiker und die haben gestern Abend gesagt, unsere Performance ist negativ beeinflusst durch ein weakening global macro environment, also das durch eine sich verschlechternde globale konjunkturelle Lage. Trade tensions werden hier erwähnt, also die Spannungen im Handel, der Handelskrieg, geopolitical uncertainty, geopolitische Unsicherheiten, das ist alles das, was die Aktie heute massiv unter Druck bringt. 14% geht es nach unten, so stark wie seit 2008 nicht mehr. Und das, wie gesagt, das schürt so ein bisschen die Rezessionssorgen. Das ist das, was letztendlich dann hier möglicherweise zu einer Annahme führt, dass die Dinge doch vielleicht nicht so gut sind. Und das, obwohl wir heute gute Daten gesehen haben aus den USA, werde ich gleich mal zeigen. Wir hatten hier einen Chart von der Deutschen Bank, die damals schon gesagt hat, das war im Juli, dass das globale Handelsvolumen normalerweise dem Aktienkurs von FedEx folgt. Jetzt sehen wir, dass wir hier schon leicht im Negativen sind, was das globale Handelsvolumen betrifft. Wenn also FedEx Prognosekraft hat, der Aktienkurs von FedEx, dann kommt da noch einiges auf uns zu. Aber wir hatten eben auch gute Daten, sehr, sehr gute Daten heute aus den USA. Wir haben zum Beispiel die
Housing Starts, also die Baubeginne, 12,3% im Vergleich zum Vormonat. Das ist der größte Anstieg seit 12 Jahren. Wir haben gleichzeitig die Building Permits, also die Baugenehmigungen, mit einem deutlichen Anstieg von 7,7%. Die Wirtschaftsdaten aus den USA rechtfertigen jedenfalls keine Zinssenkung. Wir hatten anständige Einzelhandelsumsätze gesehen. Wir hatten gestern eine sehr starke Industrieproduktion gesehen. Wir sehen heute sehr starke Daten vom US-Immobilienmarkt. Also da ist eigentlich die Notwendigkeit nicht so furchtbar groß. Schauen wir uns die Märkte nochmal schnell an. Was tut sich da? Was spielt sich da ab? Hier sehen wir den S&P 500 2997. Charts von Capital.com. Wir sind nach wie vor an dieser 3000er Marke. Da zittern wir uns herum. Wenn jetzt so eine Art QE kommen würde, wäre das wahrscheinlich für Risikoassets positiv, ganz klar. Wenn die Fed eine 0,5er Zinssenkung machen würde, ist die Sache nicht so klar. Dann würde man vielleicht sagen, ja, weiß die Fed etwas, was wir nicht wissen. Was ist da los? Also Paul wäre gut beraten, wahrscheinlich jetzt den Märkten das zu geben, was sie unbedingt haben wollen. Und dann wird es darauf ankommen, wie die Fed weiter den Ausblick sieht in den Dotplots. Wir sehen hier den Dow Jones, 27.061. Wir sehen, dass der DAX sich vergleichsweise wenig verändert hält bei 12.390. Das ist eine ziemlich langweilige Veranstaltung beim deutschen Leitindex. Wir sehen, dass trotz dieser Schwierigkeiten in der Repo-Rate, trotz der steigenden Kosten für Geld in den USA aufgrund von Dollarknappheit, der Dollar selbst nicht stärker wird. Also wir haben kein Übergreifen dieser Problematik jetzt auf andere Märkte. Das ist erstaunlich. Wir sehen, dass Gold sich hält, 1508, also 1508 Dollar. Und wir sehen, dass der amerikanische Crude Price WTI 58 Dollars und 18 ist. Wir haben Aussagen von Donald Trump auf der einen Seite, der gesagt hat, naja, ich habe gerade den Finanzminister instruiert, substanziell die Sanktionen gegen den Iran nochmal raufzufahren, bedeutet faktisch aber wohl auch, dass das eine Absage an eine wirklich militärische Kriegsführung ist durch Donald Trump. Da hat er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Interesse dran. Die Saudis haben klar gemacht, wir wissen jetzt definitiv, wer der Verursacher dieser Drohnenattacke ist. Es war der Iran. Jetzt ist die Frage, welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Die Frage ist auch, welche Konsequenzen ergeben sich aus der Fed-Entscheidung? Und wenn Sie das wissen wollen, dann verweise ich auf 1955 das Webinar. Live-Kommentierung zur Fettentscheidung. Der Link wieder unter dem Video. Ich freue mich, wenn Sie da dabei sind. Bis gleich hoffentlich. Und ansonsten einen schönen Feierabend. Servus und.